Ach, läuft die Kamera schon? Ja. Egal, lass drin. So, meine Freunde, wir haben Freitag und ich habe nach langem mal wieder Bock, ein bisschen feiern zu gehen, beziehungsweise ein Freund von mir hat heute Geburtstag. Das heißt, wir gehen heute in eine Diskothek und da muss ich an meine alten Gewohnheiten zurück. Und ja, als ehemaliger Disco-Pumper habe ich natürlich meine Übungen für den Freitag, fürs Wochenende. Und die werde ich euch jetzt zeigen. Kommt mit. So, meine Freunde, heute verfalle ich in meine alte Rolle als Disco-Pumper zurück und trotzdem muss ich mir Kickdown geben, weil es ist noch ziemlich früh. Was heißt früh? Wir haben 14 Uhr. Ich bin noch ein bisschen schläfrig, das heißt, ich gebe mir erstmal eine Dröhnung Kickdown vor jeder Trainingseinheit, damit ich auch dementsprechend wach genug bin. So. Das reicht. Ich habe gerade auch noch einen Kaffee gehabt. Zu viel ist auch nicht gut, sonst kriege ich noch Herzrhythmusstörungen. Da könnt ihr auch mal sehen, dass Sektus keine Billigmarke ist. Da rührst du einfach ein paar Mal mit dem Löffel und dann ist das Ding auch aufgelöst. Ihr habt da keine Mehlklumpen, das habe ich euch schon mal erzählt. Beim Eiweiß das gleiche auch beim Kickdown hier. Die Rezeptur ist mittlerweile auch verbessert. Damals war das richtig schlimm. Aber ich habe es trotzdem getrunken, weil es kommt auf die Wirkung an. Aber mittlerweile schmeckt das sogar. Bitte, ich verziehe mein Gesicht nicht mehr so. BCAs, habe ich euch gesagt. Bis ans Lebensende. Ja. Ich würde sagen, Kickdown ist drinne, BCA ist drinne und wir können jetzt gleich loslegen. Und meine Freunde, was natürlich sehr wichtig ist, dass ihr schon den richtigen Gang für die Diskothek im Fitnesscenter einstudiert. Und das natürlich mit Rasierklingen unter den Armen ganz leicht angewinkelt und dann loslaufen. Der Blick ist auch sehr wichtig. Also kurz Moment. So, ihr steht quasi an der Theke. Brust raus. Schultern zeigen und dann so. Also das für, wenn irgendwelche Jungs Stress machen, macht ihr den Blick hier. Werdet da keinen Stress haben, ne? Vorausgesetzt, der utopische Körperbau ist am Start. Wie ihr die Mädels anlächelt, das zeige ich euch gleich. Was ist wichtig für einen erfolgreichen Disco-Abend? Fragen sich viele Leute. Überheblichkeit. Man muss überheblich sein. Man muss sich selbst überschätzen, nur so kommt man zu seinem Ziel. Und das fängt dann schon beim Training an. Ich habe mich noch nicht aufgewärmt und packe jetzt trotzdem 100 Kilo drauf. Mache ich sonst nicht, aber heute schon, weil ich heute Abend auch überheblich sein werde. Deswegen würde ich sagen, wärmen wir uns mit 100 Kilo auf. Ich dachte, du wärmst dich nicht auf. Oder ist nur für die Kamera, Mann. Ah, okay. Einer der wichtigsten Übungen ist natürlich das Bankdrücken heute. Wir fangen mit 100 Kilo an, ohne Aufwärmung. Und ja, da kommen jeweils immer nach jedem Satz 10 Kilo ab und ich mache dann so viel es geht. Wie gesagt, Leute, heute kommt es nur aufs Pumpen an. Ich will so viel pumpen, bis die Brust platzt, bis die Schulter platzt, dass ich hier am Ende rausgehe wie ein Heißluftballon. Ohne warm machen, ne? So, Leute, wie ihr seht, die Brust ist schon einigermaßen aufgepumpt. Davon drei Sätze. Genauso wichtig wie eine aufgepumpte Brust ist eine aufgepumpte Schulter. Deswegen machen wir jetzt Schulterdrücken, also das gleiche Prinzip wie beim Bankdrücken. Eigentlich müsste ich gar keine Schultern mehr trainieren heute.
Wir, Alter, das ist doch nicht mehr normal, Alter. Guck ich mal diese Schultermuskulatur an. Aber egal, ich trainiere jetzt trotzdem mit. Zehn Kilo runter und dann direkt weiter. Zur Runde. So Leute, gleiches Spiel, davon drei Stück, drei Sätze. Jetzt geht es daran, das eigene Körpergewicht bzw. das utopische Körpergewicht in die Luft zu schwingen. Und zwar mit Klimmzügen, weil in der Disco brauchst du natürlich auch einen stabilen Rücken. Und damit meine ich nicht meine Freunde. So Freunde, keine Pause, direkt weiter. Das sind die Übungen für den Disco-Pumper, um den Rücken zu trainieren. Davon macht ihr bitte jeweils auch drei Durchgänge. Das Training als Disco-Pumper kann man natürlich auch als Ganzkörpertraining betrachten. Wir trainieren heute verschiedene Muskelgruppen. Und okay, machen wir eine kleine Checkliste. Brust haben wir, Rücken haben wir, Schulter haben wir. Was ist noch wichtig? Ich guck mal eben. Nacken könnte noch ein bisschen was gemacht werden. Bizeps könnte noch ein bisschen was gemacht werden. Ja, Trizeps ist eigentlich schon gut, aber machen wir auch noch. Also, Brust haben wir, Schulter haben wir, Rücken haben wir. Jetzt machen wir noch ein bisschen Bizeps, Nacken und Trizeps. Wir trainieren jetzt Bizeps und Nacken zusammen. Also natürlich nicht zusammen, also erst Bizeps und danach Nacken. Und an die ganzen Fitnessprofessoren, die natürlich wieder den Kommentarbereich stürmen werden. Wenn ihr die Ironie dahinter nicht versteht, kann ich auch nichts dafür. Das ist natürlich kein Disco-Pumper-Training, sondern das ist ein Ganzkörpertraining. Das können natürlich auch Leute machen, die jetzt nicht in die Disco gehen. Sondern keine Ahnung, die sich mit einem Mädchen treffen oder so. Genau das gleiche Spiel wie bei allen anderen Übungen auch. Drei Durchgänge. Ich mache jetzt meinen dritten Durchgang. Wie ihr seht, jetzt ist mein Körper auf jeden Fall viel krasser aufgepumpt, als wie es am Anfang aussah. Wir kommen zur letzten Übung, Trizeps. So Freunde, letzter Durchgang. Fast geschafft. Ach, die Disco. Wartet, die Türsteher fürchten sich. Denn jetzt kommt MAJ, der Gangsterboss, und hat wieder die Form von zwei Türstehern. Hey Marcel, du wolltest mal zeigen, wie man Mädchen anguckt. So,